Was ist eigentlich besser, Minecraft Bedrock oder Minecraft Java? Genau weil ich das herausfinden will, vergleiche ich die beiden Versionen regelmäßig miteinander. In der letzten Episode habe ich euch gezeigt, warum ihr Bedrock spielen solltet und in diesem Video nenne ich euch 50 Gründe, warum ihr Java spielen solltet. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Team Java oder Team Bedrock seid. In der letzten Episode hat Team Bedrock leicht gewonnen, vielleicht ist es diesmal ja anders. Abonniert den Kanal, um den nächsten Teil dieser Serie nicht zu verpassen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Damit Java allerdings keinen Vorteil hat und nicht alles besser aussieht, werde ich den Shader, auch wenn es so traumhaft hier aussieht, leider deaktivieren. Leider deutlich hässlicher jetzt, aber umso fairer. Wir alle kennen Resistenzeffekte in Minecraft. Und dieser kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel gegen andere Spieler oder auch Tiere kämpft. Resistenz macht es also möglich, dass wir tatsächlich weniger Schaden bekommen. Egal ob durch eine andere Waffe oder zum Beispiel auch durch Fallschaden oder ähnliches. Und das ist auch gut so, denn es macht das Spiel zwar einfacher, aber jetzt nicht sinnfrei. Denn man muss sich dennoch bemühen, nicht zu sterben, denn das kann man trotzdem. Doch der Resistenzeffekt in Minecraft Bedrock sieht dort ein wenig anders aus. Er existiert zwar auch, jedoch ist er nicht ansatzweise so stark wie in Minecraft Java. Früher war es in Minecraft Bedrock so, dass man tatsächlich nicht mal Fallschaden bekommen konnte, wenn man Resistenz hat. Und ich weiß gar nicht, ob das so ist, wenn man eine hohe Resistenz hat. Wir können es mal probieren. Nee, dann ist man einfach unsterblich. Guckt euch an, wenn man einfach wirklich eine gewisse Resistenz hat in Minecraft Bedrock, kann man einfach nicht mehr sterben. Ich falle jetzt hier von 100 Blöcken runter und ich bekomme keinen Fallschaden. Doch um genau dem entgegenzuwirken, ist es so, dass wenn man ganz normale Resistenz hat, also die, die man halt in Survival bekommen kann, dafür umso schwächer ist. Das Problem ist, das bringt uns ja nichts, wenn wir in Creative uns ganz einfach Resistenz 5 geben können und damit nicht sterben können, während unsere Resistenz im Survival viel, viel geringer ist. Das heißt also, wir sind geschützter in Java als in Bedrock. In Minecraft Bedrock haben wir ein Problem. Wenn wir nicht in Minecraft Bedrock anfangen zu schwimmen, ist es ja normal, dass unsere Blasen hier weggehen, dass wir praktisch anfangen, keine Luft mehr zu bekommen und eventuell ertrinken können. Und in Minecraft Bedrock ist es so, wenn man eine Tür hier auf dem Boden platziert, dann ändert sich gar nichts. Man hat zwar eine Tür im Wasser, aber man kann hier nirgendwo sich irgendwie Zwischenraum erschaffen und wird dann tatsächlich ertrinken. Doch in Minecraft Java sieht das anders aus. Wenn wir hier anfangen zu ertrinken, indem wir beispielsweise hier einfach mal eine Runde tauchen gehen, dann können wir tatsächlich hier einfach eine Tür hinplatzieren und bekommen dadurch eine Luftblase und haben damit unendlich lange die Luft unter Wasser anzuhalten. Und das können wir jederzeit machen und überall mit hinnehmen oder platzieren oder egal ob die auf oder zu ist, völlig egal, wir haben hier immer ein kleines Luftloch. Das ist ziemlich, ziemlich wertvoll, vor allen Dingen, wenn man nachher in solche tiefen Höhlen wie jetzt diese hier abrutscht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Dschungel im Minecraft Java zu finden, ist tatsächlich um die 2,3% höher als im Minecraft Bedrock. Also wenn ihr wirklich genauso wie ich ein extremer Fan von Minecraft Dschungel seid, dann ist auf jeden Fall die Minecraft Java Variante die Variante, die ihr bevorzugen solltet. In Minecraft Bedrock gibt es viele Möglichkeiten, Addons zu bekommen und viele davon sind extrem teuer. Das heißt also, Modifikationen zu spielen hat immer etwas mit verschiedensten finanziellen Mitteln zu tun. Auch wenn hier einige wirklich extrem cool aussehen, wie hier das Biom Plus oder hier Animal und und. Das sieht alles extrem cool aus, versteht mich nicht falsch. Und ich denke, dann wird sich vielleicht das ein oder andere auch lohnen. Schauen wir uns aber mal die Preise an, sieht das Ganze ziemlich, ziemlich teuer aus. Für einen Mod 10 Euro zu bezahlen und nicht mal zu wissen, ob er gut oder schlecht ist, ist da ein wenig zu viel. Allein das hier unten für über 3 Euro, nur damit das ein oder andere Dorf ein wenig besser aussieht, ist ein wenig too much für meine Verhältnisse. Während die Java-Variante die etwas naheliegendere PC-Variante ist, wo man 99,9% der Mods wirklich komplett kostenlos installieren kann. Es gibt zwar auch Mods, die man tatsächlich kaufen muss, aber das sind wirklich denn ganz spezielle Mods. Und hier, ihr seht, das ist wirklich alles kostenlos und man kann es innerhalb von wenigen Klicks alles installieren. Einer der Hauptgründe, warum ich Java deutlich besser finde. Viele von euch wissen auch gar nicht, dass Java einen extrem großen Vorteil hat. Zum Beispiel diese Schalkerboxen hier in Minecraft wurden in 2016 hinzugefügt und das im Sommer. Ist erstmal nichts Außergewöhnliches und man hat sich mit der Zeit dran gewöhnt. Okay, ist ein wichtiges Item in Minecraft meiner Meinung nach. Aber was ist jetzt der große Unterschied? Naja, also Minecraft Bedrock hat dieses Update knapp ein Dreivierteljahr später erst hinzugefügt. Was ich damit sagen will, ist, dass Minecraft Bedrock bei einigen Updates tatsächlich eine extreme Verspätung hat. So kann es passieren, dass du ein cooles Update schon auf YouTube sehen kannst, aber erst ein Dreivierteljahr später spielen kannst. Das muss echt doof sein. Zu meinem Glück hatte ich das
Problem noch nicht. Während du in Minecraft Java die Möglichkeit hast, jedes Biom als einzelnes Biom hinzuzufügen, indem du es einfach hier komplett auswählen kannst oder sogar deine Flat World komplett anpassen kannst mit Presets und, egal was auch immer, hat Minecraft Bedrock leider nicht so viele Möglichkeiten. Hier zum Beispiel sowas hier, den Schwierigkeitsgrad und flache Welt. Aber sonstige Anpassungen, die speziellen, die wir zum Beispiel in Java gesehen haben, gibt es hier nicht. Kein Custom-Made-Biom, keine selbst angepasste flache Welt. Auf dem Stand war Minecraft Java vor 5 Jahren schon, wenn nicht sogar noch weiter. Wenn ich zum Beispiel keine Lust mehr habe, Minecraft Java die neueste Version 1.21, 20 oder was auch immer zu spielen und ich möchte gerne ein wenig in Vergangenheit geraten und ein wenig schlendern, Nostalgie sammeln, dann kann ich Folgendes machen. Denn ich kann mich jederzeit dazu entschließen, ältere Versionen Minecraft zu spielen, mit Modifikationen, ohne wie auch immer. Snapshots oder. So kann ich jederzeit sagen, ich möchte gerne die ganz alten Versionen spielen und kann dann mir angucken, wie Minecraft in den Anfangsjahren ausgesehen hat. In Minecraft Bedrock können wir einigen Servern joinen und wir sehen tatsächlich das Ganze direkt so mit so Vorschaubildern und. Und das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass man sich das angucken kann und gucken kann, was denn da alles so drauf? Man kriegt also eine richtige Vorstellung. Die große Vielfalt jedoch hat man eher, wenn man Minecraft Java spielt. Denn da hat man tatsächlich hunderttausende Server, auf die man jederzeit joinen kann und sich dann für den besten entscheiden kann. Auch wenn die Serverauswahl deutlich besser in Minecraft Bedrock gestaltet ist, muss man ehrlich sagen, dass die Auswahl, und darauf kommt es am Ende des Tages meiner Meinung nach an, in Minecraft Java deutlich besser ist. Ich glaube, da müssen selbst die ganzen Bedrock-Spieler das einsehen. Ich höre mich einfach schon an, als würde ich mich auf eine Seite schlagen, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich finde beide Versionen extrem cool. Essen ist auf jeden Fall schon etwas Feines. Doch auch da gibt es zwischen den Versionen erhebliche Unterschiede. Denn in Minecraft Java ist es so, dass tatsächlich das Essen dich länger satt hält als in Minecraft Bedrock. Und je höher die Saturation, also die Sättigung ist, desto erheblicher ist der Unterschied. Goldene Karotte zum Beispiel ist das beste Essen in Minecraft und hat hier tatsächlich eine extrem längere Laufzeit, was die Sättigung angeht, im Vergleich zu Bedrock. Wir bleiben also deutlich länger satt. Das heißt also, im Schnitt braucht ihr deutlich weniger Essen in eurem Inventar, wenn ihr Minecraft Java spielt, anstatt zu Minecraft Bedrock. Statt in Minecraft Bedrock die ganze Zeit nach irgendwelchen Spawnern zu suchen, um dir zum Beispiel eine richtig gute XP-Farm zu machen oder ähnliches, lass es lieber einfach sein. Denn hier hast du relativ schlechte Chancen, einen Spawner zu finden. In Minecraft Java hingegen ist das Ganze deutlich einfacher zu finden, denn hier haben wir eine höhere Spawn-Chance eines Dungeons. Das ist gerade für die Leute, die sich wenig Mühe für irgendwelche großen Monster-Farmen machen wollen und lieber so eine XP-Farm haben wollen, schon an den Unterschied und macht gerade den Start in Minecraft deutlich einfacher, denn hier ist wirklich unglaublich viel an Spawnern zu finden und es ist nicht mal ansatzweise knapp. Hier ist halt wirklich alles voll mit Spawnern in Java, ne? Das ist mir auch am Anfang gar nicht aufgefallen, dass es wirklich in Minecraft Java so viel ist, aber anscheinend wurde das nur hier erhöht. Du liebst die Tierwelt in Minecraft genauso wie ich und schwimmst gerne mal durch den Ozean und guckst, ob du vielleicht noch irgendeinen coolen Fisch hier finden kannst, den du bei dir zu Hause ins Aquarium sperren kannst. Dann pass mal ganz genau auf, denn in Minecraft Java hat man tatsächlich eine größere Vielfalt von verschiedenen Fischen. Denn hier gibt es über 2600 verschiedene Arten. Zwar nicht Arten im Sinne von verschiedene Fischsorten, sondern einfach Kombination aus Farben und Formen. Das Ganze ist in Bedrock reduziert auf gerade mal 300 Stück und das ist schon ein enormer Unterschied. Also ich hoffe zumindest, dass keiner von euch versucht, wirklich alle 2700 Arten zu finden, aber vielleicht habt ihr eine Lieblingssorte und die ist vielleicht in Minecraft Bedrock gar nicht zu finden. Jetzt kommen wir mal zu einem sehr persönlichen Punkt, den ich enorm besser in Java finde. Und dabei geht es um die World Generation, also die Art und Weise, wie die Welten zusammengesetzt sind und wie die Landschaften sich gebildet haben. Ich sage damit nicht, dass das Ganze in Minecraft Bedrock nicht hässlich oder nicht hübsch ist. Ich finde ganz simpel einfach nur die Variante in Minecraft Java besser, muss ich einfach sagen. Für mich gibt es schönere Berge, geilere Strukturen in Verbindung mit den anderen Biomen, aber das ist jetzt wirklich nur Geschmackssache. Doch in Minecraft Bedrock kommt es auch öfter zu Bugs in der Generation, wie zum Beispiel dieser hier, den ich durch Zufall gefunden habe. Das mit den Blöcken. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein ganz kleiner Bug, das ist mir bewusst. Und ich denke mal, niemand beschwert sich hier über diese paar Bugs. Weil manchmal kann aus den Bugs natürlich auch was Positives generiert werden und was ganz Cooles.
Doch grundsätzlich ist Java da ein wenig zuverlässiger. Ich denke mal, ich bin gerade wirklich nur 30 Blöcke geflogen und man sieht den Unterschied, glaube ich, schon. Warum ist da Sand? Dieses Biom hier, was ihr, denke ich mal, alle kennen solltet, also das Wooded Badlands Biom, ist in Minecraft Java tatsächlich immer bis zu 50% größer als in Minecraft Bedrock. 50% ist eine ganze Menge, wenn man sich mal anguckt, wie groß so ein Biom sein kann. Also wenn das euer absolutes Traumbiom ist, dann entscheidet euch ein wenig für Minecraft Java. Achso, wo wir gerade bei wirklich guten World Generation waren, guckt euch mal das an. Ja, das ist schon wirklich schön hier. Wenn du Wüstentempel liebst, dann ist das Ganze wirklich hervorragend, wenn du Minecraft Java spielst. Denn es gibt ja ein ganz besonderes Item, was wir aus diesen Tempeln auch unter anderem bekommen können. Und zwar nämlich, vielleicht haben wir ja sogar das Glück und finden das hier. Nee, das sieht nicht so gut aus. Nee, schade. Hier ist es. Der enchantete Golden Apple. Das war gerade beide Sprachen vermischt. Der verzauberte goldene Apfel. Denn diesen Apfel, einen der besten Items im Spiel, bekommst du in Minecraft Java tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in diesen Pyramiden als in Minecraft Bedrock. Und das ist ein Grund auf jeden Fall Java zu spielen. Wird zwar, ja okay, jetzt nicht unbedingt der größte Grund, aber es ist ein Vorteil. Ach so, und wo wir schon bei Loots waren. Die Wahrscheinlichkeit in Schmieden beispielsweise Diamanten zu bekommen, ist in Minecraft Java ebenfalls höher als in Minecraft Bedrock. Also für einen guten Start ist auf jeden Fall in Minecraft Java gesorgt. Ocean Monuments in Minecraft Bedrock in Kombination mit den darin lebenden Monstern sind nicht besonders schwer. Genauso wie der Wither auch. Der Wither wird zwar genauso gemacht wie zum Beispiel in der Minecraft Java Version, allerdings ist er nicht ansatzweise so stark. Denn er hat gerade mal die Hälfte der Herzen von Minecraft Java. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, okay, das ist ja ein Vorteil. Kann man auch so sehen, ich persönlich denke, dass anspruchsvollere Monster definitiv eher ein Vorteil sind, weil es mehr Spielspaß bringt. Ist aber auch nur meine Empfindung. Das waren 50 Gründe in Minecraft, warum du lieber Java spielen solltest. Falls ich beim nächsten Mal 100 Gründe für Bedrock oder doch nochmal für Java machen soll, schreib es mir in die Kommentare und abonniere den Kanal, um das dann nicht zu verpassen. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.